wieder tun sich schwer. Versuchen sie immer wieder mit dem langen Pass. Jetzt kommt er mal an für Schame. Chance für Kirill! Und er vergibt. 28. Minute. Riesenchance für die SV Ried. Und da hat sich ein Lustenauer verletzt bei dieser Aktion. Schauen wir noch einmal. Schrammel, gutes Auge, zirkelt den Ball hinein und da war noch das Schuhspitzel von Christoph Stückler dazwischen. Deswegen war der jetzt nicht ganz leicht für Garil zu erwischen. Und auch da haben Alexander Kofler und ein Lustenauer Verteidiger mit gemeinsamen Bemühungen diese Chance von Garil gerade noch zunichte. Die Chance und an die Stange. Felix Roth mit der Schuhspitze dran. Riesenmöglichkeit für die Lustenauer in der 39. Minute. Einsatz stimmt, Herz stimmt, die Chancen sind da. Die erste Hälfte gehört bis 5 Minuten vor dem Pausenpfiff. Ganz klar. Austria Lustenau. Zum 1:0 für SV Ried nach diesem Eckball von Daniel Reuer. Und da hat Alexander Kofler im Tor nicht sehr glücklich ausgeschaut. Will im Torraum, muss im Torraum auf diese Flanke gehen. Fährt daneben, boshafte Trainer würden sagen, Fliegenfischer. Schöner Doppelpass und der ist drinnen. Die 2:0 für SV Ried. Und jetzt darf er sich freuen. Daniel Reuer nach dieser Bombe. Nein, nicht Reuer. Wieder Hammerer, oder? Mit dem Kopf war der Ball schon über der Linie oder nicht? Nein, es wird wieder Markus Hammerer als offizieller Torschütze geführt. Aber es gehört zu einem Gutteil Daniel Reuer, der mit diesem Schuss aufs kurze Kreuzeck hier eine großartige Vorbereitung geleistet hat. Und Hammerer wieder mit dem Kopf.